Hast du das jetzt selber entworfen? Mit einem Kugelschreiber vorgemalt. Ja. Thema ist Chicano-Lackierung auf Metal Flake. Und das Ganze auf dem Tank, da habe ich schon mit der Hand ausgeschnitten. Ja, kannst du ja so rauflegen. Und so bringen wir quasi in jedes Feld, natürlich auch hier auf jedem Teil gleich. Einmal so ein Muster, einmal will ich so einen Wassertropfen-Effekt machen. Einmal hier Muddys Gardine, ne? Da kriegt das natürlich richtig schön tief hinterher, ne? Blattsilber. Kein echtes, sondern Schlagmetall. Dann ist es halt wichtig, dass man es immer schön bei der Überlappung einmal anreibt und auch in diese Linien-Ecken reindrückt. So, jetzt geht's ans Twisten, Zapfenschliff, Engine Turn, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und dann lasse ich diese Kreise quasi mal so ein bisschen überlappen. Auffallen heißt für mich immer polarisieren. Das heißt, mir ist schon ganz klar, dieses Bike wird nicht jedem gefallen, aber es werden alle drüber sprechen, die das einmal sehen.